willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir einen schwedischen Schokoladenkuchen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Also zuerst brauchen wir eine Springform und dort legen wir auf den Boden ein Backpapier und dann schneiden wir den Rest ab und den Boden und den Rand stippen wir mit Fett ein. Das mache ich jetzt gleich mal und dann bis gleich. Und jetzt haben wir hier mal alles angeschmiert mit Butter. Ja, und dann füllen wir gleich einfach mit den Zutaten. So, und zerbrochen wir das hier alles. Und dann fangen wir jetzt mal an mit dem. Zucker, 50 Gramm gebrannter Zucker, 1 Esslöffel Kakao, 100 Gramm Mehl. Ja, das war's eigentlich alles. Dann fangen wir jetzt mal an. So, jetzt fange ich mal an. Zuerst müssen wir die Konfitüre mit der Butter schmelzen und ungefähr bei 50 Grad. Man kann es in einem Topf machen. Oder auch über dem Wasserbad, aber ich finde, Topf geht halt einfacher. Jetzt dann sehen wir jetzt, wenn es geschmolzen ist. So, und jetzt nach unserer Schokomasse machen wir jetzt weiter. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal die Eier. Ich gebe mir jetzt eine Schüssel und noch mit Zucker, aber nur den weißen Grad. Und diesen müssen wir mit Schaum schlagen, dann bis gleich. So, und jetzt haben wir das Druckgerät, Schaumig. Und dann geben wir jetzt langsam abwechselnd die Schokomasse rein. Das Mehl. Und das Kakaopulver. Und das rühren wir jetzt abwechselnd einfach drunter mal. So, jetzt Schokolade, das restliche Mehl und den restlichen Kakao. Das rühren wir jetzt um, bis einfach ganz durchgerührt ist. Das können wir jetzt auch mit dem Handrührgerät machen oder wie ich mit diesem Spachtel. Oder einfach in einem Umrühr. Ja. Ich habe es in der letzten Zeit nicht so viele Videos gemacht, aber ich habe nicht so viel Zeit. Es ist nach Ferien gewesen jetzt. So, und jetzt fertig. Und jetzt sind wir jetzt nicht wieder. Und jetzt müssen wir die Masse in die Form reinfüllen. Der Teig ist jetzt halt. Es geht noch auf. Man könnte eventuell noch Vanillezucker hinzufügen, aber. Also nee, nicht Vanillezucker, sondern Vanilleschoten. So, und das kommt jetzt für 20 bis 25 Minuten in den Backofen. So,